Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Wir mobilisieren nochmal alle Kräfte, die wir haben, um in der endlosen Herausforderung mit Toadette weiterzukommen. Aber es hat beim letzten Mal wirklich heftig gebrannt. Die One-Ups sind geschmolzen. Es sind nur noch... Jetzt war ich gerade kurz geschockt, weil ich aus Versehen aufs sehr schwer gegangen bin und da stand ein neues Spiel, Digga. Aber hier sind wir, bei schwierig. Mit 8 Leben momentan. 8! Brutal. Und ich glaube, wir waren sogar mal bei 3 unten oder so, ne? Was schon ziemlich heftig ist. Aber jetzt wollen wir es nochmal probieren. Allerdings ohne Lag, wenn es geht. Irgendwie, also bei mir steht hier relativ hohe Anzahl an verworfenen Frames. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Ja, doch. Alter, was ist denn schon wieder los? YouTube, bitte. Mach nicht diesen. Bitrate war heftig am Schwanken. Jetzt hat sich's stabilisiert? Nö, hat es nicht. Okay, und warum? Also irgendwie kann ich in letzter Zeit nicht mehr streamen. Ich weiß nicht, wieso. Naja, also ich fürchte, mit solchen Lags hat's ehrlich gesagt keinen Sinn. Ach, Digga, warum ist das so brutal am Schwanken? Macht halt einfach nicht annähernd das, was ich sage. Bei mir ist flüssig, bei mir geht's. Kein Lag bei mir. What? Bei mir schwankt das gerade hoch und runter und zeigt an, alles rot, alles scheiße. Kein Lag? What? Okay, vielleicht lügt mich OBS auch einfach an, weil selbst im YouTube-Dashboard steht gut. Okay. Naja, also ihr müsst bedenken, ich will natürlich verhindern, dass wir wieder so ein Problem haben wie beim letzten Stream, dass ich den dann down nehmen musste, weil er so heftig asynchron war bei der Abspeicherung. Und ich ihn dann nochmal neu hochladen musste, geschnitten. Das will ich natürlich vermeiden. Aber ihr habt recht, es laggt gar nicht. What? Alter, was? Okay, ich starte einfach mal. Solange das nur ein Anzeigefehler ist. Okay. Wahrscheinlich werde ich sowieso nicht lange überleben. Toadette hat sich jetzt zwar in einen Super Saiyajin verwandelt und die letzten Kräfte mobilisiert, aber 8 Leben sind halt wirklich verdammt wenig. Und ja, wir müssen erstmal ein passendes Level suchen. Speedruns zählen da nicht dazu. Kein Lag. Bei mir angeblich 12% verworfener Frames. Ah, ja. Was war das hier? Japanisches Level, okay. Mal gucken. Warte mal, das war wieder so eine dumme Aktion gerade. Ich glaube, ich hätte erst den Question-Block aktivieren müssen. Aber was ist das hier überhaupt?
Wie habe ich mir das Level vorzustellen? Okay, was ist das für eine Scheiße? Du musst da einfach genau die Tür und das P-Switch-Intervall abtimen. Sonst kannst du es nicht schaffen. Das ist quasi wie eine Dev-Tür, weil du kannst das im First Try nicht wissen. Was für ein absolut dämliches Levelsystem ist das denn? Von Fairness nichts zu sehen. Oh, wenn wir nur solche Level kriegen, dann sind wir aber ganz schnell tot. Ist halt schade, weil da kann man wirklich nichts machen. Boom Boom and Pom Pom's Fortress. Thumbnail ist beste. Tatsächlich ist das nicht von mir. Das wurde mir beim letzten Part auf Twitter geschickt. Ich fand's auch so geil und dachte mir, okay, speichere ich mir ab. Und nehme ich dann... Puh. Nehme ich dann beim nächsten Stream. Also ich weiß gerade nicht, wer es geschickt hat, aber Ehre an dich. Und also, bin immer noch so sauer wegen dem ersten Level. Wie eine Dev-Tür quasi. Sowas spiele ich dann auch nicht weiter, weil das halt meistens auch genauso weitergeht. Mit ähnlichen unfairen Tricks. Hier hat man bislang eine Chance. Schauen wir mal. Und dann bin ich der Idiot, der es versaut. Aber die Flammen sind auch extra so abgetimt, ne? Ja, ja. Ich hätte halt gleich nach oben springen sollen mit dem Wirbelsprung. Ich bin so ein Idiot. Aber gut, hier gibt's wieder einen Pilz. Es bleibt unbestraft. Wann wird der Overwatch-Controller verlost? Morgen, schätze ich, werde ich einen Gewinner picken. Irgendwann morgen. Hoch oder runter? Ich weiß nicht. Ich nehme mal den Panzer mit. Und versuche Bum Bum zu killen. Auf ganz entspannt. Auf ganz entspannt. Lass ihn ruhig machen. Ja gut, die Position ist halt jetzt ein bisschen blöd. Um nicht zu sagen, mega kacke. Aber wir nutzen einfach unsere Zeit. Gutes Leveldesign? Das, ja, doch. Stimmt. Bisher ist das Level gut designt. Schauen wir mal. Jetzt gibt's FPS-Drops. Okay. Streams sind in letzter Zeit echt doomed. Oh, war das gemein, Alter. Fast verreckt. Weil es so hochgezogen ist. Brauche ich die noch? Die Schlangenbahn? Ja, ja, ja. Oh, Bruder. Bei einigen leckt's gar nicht. Okay. Hä, was ist denn das, Alter? Mann! Wenn ich sie jetzt besiege, habe ich schon gewonnen, oder? Weil das Level hieß ja Bum Bum Pom Pom irgendwas. Komm mal runter da, Dame. Ja, als ob. Verdammt.
Okay, warte, 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 warte. Treffer. Ganz ruhig. Das Level schaffen wir. Es hat ein okayes Design, also eigentlich ein gutes Design sogar. Und es ist bisher richtig fair. Jetzt kann es natürlich sein, dass gegen Ende noch irgendwas Brutales kommt. Weil einfach zu Ende ist es nicht. Kommt noch ein Bowser oder was? Nee. Der Typ in groß. Ach nee, beide. Ja gut, aber wenn man eine Feuerblume kriegt, ist es ja eigentlich in Ordnung, oder? Oh, man darf nicht nach unten, sonst gibt's Probleme mit dem Boden. Okay. Hält mich jetzt aber auch nicht wirklich auf. Ja, geht voll klar. Geht voll klar. Und wir sind durch mit dem Level. Jetzt noch ein Leben holen. Okay. Ich gebe mal ein Like für das Ding. Das hat schon geschmeckt. Und überprüfen mal nebenbei den Stream. So, was sagt YouTube? Gut. Keinerlei Probleme. Ich glaube, auf die Analyse-Tools kann man heute nicht viel geben, oder? Alles klar. Ja, aber bei mir steht jetzt auch alles in Ordnung eigentlich. Ja, komm, wir machen mal weiter. Geheimes Ziel ist übrigens noch unter Platz 1000 zu kommen. Das wäre schon wirklich so mein Traum. Okay, ich muss nicht übertreiben, aber es wäre cool. Es wäre echt cool. Wer weiß, Leute, vielleicht gab es ja nur am Anfang ein paar Problemchen. Die Streams brauchen häufiger mal am Anfang ein paar Minuten, um anzulaufen. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Oh, bloß kein Scheiß bauen. Nein, Pilz, komm zurück. Pilz, Bruder, nein! Oh. GG, danke schön. So, was wird das jetzt? Das sieht eigentlich auch okay aus, bis hierhin, das Level. Oh, sagte er und dann begann er zu weinen. Aber gefixt. What? Ach so! Oh! Okay! Alter, das ist ja geil! Gutes Level-Design heute! Da springe ich einfach so rauf. Kein unnötiges Risiko. Oh, warte mal. Gibt's hier noch was Schönes? Ach, da kommt einfach nur eine Ameise raus. Ja gut, okay. Aber das Level hat echt ein cooles Design. Okay, der Sprung muss jetzt ein bisschen besser getimed sein. Oder, wobei, man bringt den ja nicht um. Genau, die fliegen ja weiter. Rechtzeitig runter. Zusammen mit ihm hoch am besten. Ja! Das taugt mir. Und das Beste ist, kriege richtig viele Münzen und somit Leben. Die Idee feiere ich heftig. Also das haben wir noch nicht gesehen, sowas im LP. Boah, jetzt dachte ich schon, ich springe falsch. Ich muss ihn auf jeden Fall benutzen, sonst komme ich nicht rauf. Aber alles kein Ding hier. Okay, da wäre ein Pilz gewesen. Das ist jetzt so die erste Stelle, wo ich mich frage, was wollen die eigentlich? Muss ich da durch? Getimed und nach oben?
Ich glaube, ich muss da hoch, oder? Hä? Habt ihr eine Idee? Plötzlich geht's bei mir nämlich nicht mehr weiter. Ich versteh's gerade gar nicht. Und die Röhre kann ich ja auch nicht. Was geht? Geh mal runter. Wo? Hier rechts? Ah, lol. Ja, okay. Da wäre aber ein Pfeil auch ganz nobel, oder? Vor allem, wofür waren denn dann die anderen Ameisen? Wollte er einen da bewusst fehlleiten, oder was? Naja, unterstellen wir mal nix. Ansonsten ist das Level ja echt okay. Moment. Ach, ja, Bullshit. Da war ja noch eine. Ja, fuck. Muss nochmal resetten. Geht das? Hä? Ach so, man arbeitet komplett mit denen hier. Ja, jetzt habe ich es geschnallt. Ja, und ich hätte nach oben links eine gut versteckte Röhre gemusst. Ich hab's leider zu spät gesehen. Deswegen der unnötige Treffer. Aber ich bin trotzdem guter Dinge. Hier, der Münzblock ist halt auch eigentlich nur dazu da, um dich in Schwierigkeiten zu bringen. Also den sollte man echt ignorieren. Ne, jetzt sag... Achso. Oder? Was? Passt alles, oder? Alright, baby. Moment, what the fuck? Ist das das Ziel? Yes! Na, das Leben kriege ich jetzt nicht mehr. Oder kommt er zurück? Fliegt er zurück? Ja, ne? Okay, schön. Dann lass uns auf 3 Leben stellen. Münz kaut das bei 99. Ist eigentlich sehr gut. Weil dann können wir im nächsten Level auch gleich mal ein Leben bekommen. Hui. P2006, danke für eine Münze. Toxedev für eine Münze. Nico Seidel für eine Münze. Für 2. Piet nochmal 2. Nico Seidel 2. Was geht, aber irgendwie. Keine richtigen Nachrichten. Lyrex ist Community-Mitglied geworden. Mighty Münzer ist Community-Mitglied geworden. Und Alex Eigner hat 2 Münzen dagelassen. Minilex gibt's ab und zu, aber nicht schlimm. Ah, das. Gucken noch mal, was sagt YouTube? Immer noch gut. Ja, wobei, das ist vom Stand 20.48 Uhr. Mal sehen. Vielleicht hat ja vorhin auch kurz Vodafone reingeschissen. Kann ja auch sein. Wäre nichts Neues, nicht wahr? Wir sind hier immer noch in Deutschland. 1292, boah, aber bis 999 ist noch ein weiter Weg, ne? Aber hey, es läuft bisher viel besser als erwartet. Der Super Saiyan-Modus wirkt. Ja, aber das Level wird wahrscheinlich geskippt. Ja, wird's auf jeden Fall. Wir machen ja keine Speedruns, keine, lass dich nicht. Oder, nee, Moment. Ach, scheiße, habe ich mich gerade verlesen. Lass dich nicht treffen, war die Mission, oder? Ich hab gelesen, berühre nicht den... oder verlasse nicht den Boden. Ups, dann war das jetzt ungewollt. Aber gut. Kann passieren.
Was ist denn hier? What the? Ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen soll. Nee, ich lasse das. Oder? Der Pfeil zeigt nach unten. Aber was ist mit den Kisten? Ach. Ich hab's geahnt. Volcanic Blitz. Telekom for the win. Naja, überteuert und schlechtere Pakete im Angebot. Aber ja, es kann sein, dass die mittlerweile ein bisschen stabiler sind. Dennoch, ich habe normalerweise keine Probleme mit Vodafone. Normalerweise. Ich weiß, dass ich dazu zu der Minderheit gehöre. Aber ich scheine in einer guten Gegend zu wohnen. Bei mir kommen auch immer die 500 Down, 50 Up an. Komplett. Also die Tage, wo ich Probleme hatte, kann ich wirklich an einer Hand abziehen. Abzählen. Klar, fuck's dann ab, aber man muss schon fair sein. Das ist eigentlich voll im Rahmen. Troll-Level müssen geskippt werden. Okay, einer hat es auf jeden Fall schon früher erkannt, als ich, dass es ein Troll-Level ist. Mist. Oh, die Stelle, die sieht ganz einfach aus, ist aber ätzend. Oh, Kacke, ich habe hier keinen Boden, oder? Gut, das war jetzt ein bisschen blöd. Der Pfeil hat nach oben gezeigt. Nee, da waren zwei. Ein Pfeil hat vorhin nach unten gezeigt, der andere nach oben. Wie auch immer, Bruder. Bei solchen Tricks habe ich dann keinen Bock mehr. Wüsste auch nicht, wie man diese Plattform oder diesen Block anders betätigen sollte, weil den Schlüssel braucht man ja offensichtlich. Egal, das Level taugt mir eh viel mehr. Das ist eine schöne Challenge. Sowas wollen wir hier sehen. Finde ich. Oh. Ich dachte, dass ich bei dem Block lande, aber das Problem ist, ich konnte es halt nicht sehen. Ich konnte es nicht sehen und durch den Schwung von der Knochenbahn wurde ich einfach noch ein bisschen weiter nach rechts geschleudert. Das ist fies. Vielleicht ist der Trick hier aber auch nicht so hoch springen. Einfach fallen lassen. Man hat ja, wenn man das richtige Intervall erwischt, eigentlich genug Boden. Ah, bitter. Bitter, 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 bitter. Jetzt muss ich es schaffen, aber... Sonst gehen wir hier krass ins Minus. Was war das denn, Digga? Was? Sülle, what? Hä? No! Nicht wahr. Warum? Aber diese Dinger hier, die geben einem auch schon so brutalen Schwung, man kommt kaum voran. Die drücken dich übelst nach links. Ich verkack das hier gerade voll. Warum bleibe ich überhaupt hier oben stehen, wenn man hier stehen kann? So, und jetzt hier schnell runter, runter, runter oder auf ihn drauf. Genau, da ist bestimmt ein Pilz oder sogar eine Feder. Viel besser als vorher, so muss das. Belastend, weil wir dann jetzt zwei unnötige Fails hatten. Ja. Obwohl, ist das hier noch schon vorbei? Nee, ist es nicht. Ist es nicht, es kommt noch eine untere Stelle. Auf keinen Fall skip. Das wäre absolut lächerlich von meiner Seite aus. Außer es wird jetzt noch... Ja, okay. Vielleicht doch nicht. Schauen wir mal. Ich brauche zwingend alle, oder? Okay. Aber sowas ist... Puh. Bitte mach keinen Scheiß. Oh, ich glaube, jetzt sind wir durch. Die Röhre vorhin war auch gelb. Yes, okay.
Ja, insofern ärgerlich, weil wir zwei Fails hätten wir endlich gebraucht. Aber gut, wir kriegen auch wieder zwei Leben zurück, haben es geschafft. In Ordnung. Oh, mittlerweile ist meine verlorene Frames-Anzeige sogar auf gelb. Also das Problem bezog sich wohl tatsächlich nur auf den Anfang. Bitte weiterhin so, danke. Kriegt auch ein Like. Das ist meine letzte Donation für heute. Kein Problem, danke Pete für nochmal zwei Münzen. Kati Castle für eine Münze, Sarah Müller zwei Münzen. Sonntag ist gerettet. Stimmt, heute ist ja Sonntag, ne? Aber viele haben Ferien, von daher schön, dass 4500 mit am Start sind. Mike Bear Wölz, vielen Dank für eine Münze. Und Ren Amaya lässt 5 da. Wenn es schlechte Level gibt, komm. Warum kann ich das nicht vollständig lesen? Hä? Cool? Wenn schlechte Level kommen, kommen wir die Phantomdiebe der Herzen und stehlen dem Erbauer das Herz. Ist das ein Insider? Habe ich jetzt nämlich überhaupt nicht verstanden. Aber vielen Dank für die 5 Münzen. Und vor 8 Stunden hat Tekadi Twitch Prime Sub reingehauen, obwohl ich nicht mehr online war. Das ist die größte Ehre, würde ich sagen. Nächstes Level! Wieder 10 Plätze gut gemacht. Aber das liest sich nicht gut, was jetzt kommt. Ja. Kurz betteln an der Stelle. Wenn es gefällt, Daumen hoch da lassen. Wäre cool. Pusht auch den Stream noch etwas. Und belebt Mario Maker 2 wieder. Soll man da runter? Kann man da runter? Nö. Okay. Warte, was? Ja, ich werde jetzt hier mit Sicherheit keinen Blindjump vollführen. Das Ding ist, ohne Farbschalter komme ich da nicht rüber. Ich kann nicht so weit springen. Glaube ich. Also jedenfalls habe ich es nicht vor auszuprobieren. Oder? Na komm. Okay, es geht doch. Oha, oha, was zur Hölle ist das? Wobei, warte mal, warte mal, warte mal. Nein! Nein! Ich dachte, ich wäre hier besonders klug am Start. Zu früh gefreut, wa? Kommen die Kugelwillis wieder? Okay, der Kleine kommt aus der Kanone, aber der Große ist weg. Immerhin. Alter, ist das asozial. Ja, und jetzt? Fallen lassen? Junge. Oh. Ah, da kommt sogar ein Stern raus. Da hatte ich jetzt Glück, dass ich den im richtigen Moment aufgenommen habe. Alter, man sieht hier gar nichts. Das ist ja leider in den... Luftschloss-Leveln normal. Okay. Jetzt geht's wohl drum, die Bowser zu besiegen. Die irgendwo sind. Warum ist da so ein Superschuh? Brauche ich den für irgendwas? Alter. Also gegen 3 auf einmal und alle fliegen, schießen ihre Flammen, ist halt hart lächerlich. Ich versuche so heftig wie... Wow, what? So heftig wie möglich auf Distanz zu gehen, aber wenn die nochmal so einen Jump machen, bin ich halt echt am Arsch. Warte mal, einer ist tot. Was? Alle 3? Ne, das kann nicht sein. Ich glaube, die sind irgendwo runtergefallen.
Ja, moin. Oh, hier wären sogar noch Blumen gewesen. Ich dachte, man hat nur eine Chance. Komm, es gibt mir One-Up. Gib mir One-Up. Yes! Was? Wie die Facecam das verdeckt hatte? Den Like-Banner? Nee. Oder? Nö, geht doch. Sieht man noch alles? Ba, ba, ba. Malik Place, danke für 2 Münzen über Tippi. Hättest du Lust auf einen Kurzcomic von mir mit Toadette und den anderen spielbaren Charakteren und deren Reaktion auf ihre Siegesserie? Vor allem Marius' Reaktion nach seinem Krankenhausaufenthalt. Kannst du mir gerne zuschicken, vielleicht kann ich es dann noch in den Stream einbauen. Natürlich vorausgesetzt, wir überleben heute, was, naja, nicht allzu wahrscheinlich ist. Aber doch, kannst du machen. Ich freue mich immer über Fanarts dieser Art und was euch sonst noch so einfällt. Gerne auf Twitter oder so schicken, da habe ich das einigermaßen im Blick. Marvin, vielen Dank für 2 Münzen. Hast du eigentlich noch vor, bei Donkey Kong Tropical Freeze in Hard-Modus zu spielen? Danke für 7 Jahre Unterhaltung. Irgendwann garantiert, aber andere Projekte haben Vorrang, weil wir ja Tropical Freeze erst vor kurzem gespielt haben. Und 2-mal hintereinander das gleiche ist langweilig. Next Level. Die Röhre hat sie verdeckt. Ist doch egal. Drei Fragezeichen. Es ist ein ganz toller Titel. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich darf nicht ins Haus. Gibt aber keinen unsichtbaren Block hier. Oha. Was ist das denn für Scheiß? Das ist halt safe ein Troll-Level. Ein Versuch und dann weg. Ja, na toll. Sogar mit Dunkelheit. Sowas hasse ich mega. Kann man da hoch? Ist da... Boah, Digga. Ist da was da oben? Und warum ist da unten jetzt ein P-Switch? Ja, guck dir das mal an, da kommt so viel Stuff von oben. Wir werden safe irgendwann lächerlich getroffen. Ist ein halbes Troll-Level gefühlt. Was zum Geier? Muss ich jetzt da auf diesem einzelnen Block landen? Na geil. Jetzt sieht man wieder gar nichts. Es ist lächerlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich wirklich dahinter springen muss. Muss ich auch nicht. Da war noch ein Balken zwischendrin. Finde ich nicht fair, das Level. Siehst richtig motiviert aus. Keine Ahnung, ob du das jetzt ernst meinst oder mit Ironie, aber ich bin motiviert, doch. Allerdings bringt mich halt Dreck wie dieser zum Weinen. Wenn es fair und schwer ist,
Kein Problem. Aber wenn's lächerlich ist. Feiere ich das nur bedingt. Ich hoffe jetzt ein bisschen drauf, dass das die einzige lächerliche Stelle ist, wo man halt nichts sieht. Aber ich weiß es nicht. Kann halt leider nur raten, wo... Ja, gut, komm. Der ist sogar noch weiter unten, Digga. Ist halt lächerlich. Schmutz. Absoluter Schmutz. Aber ich wollte nicht aufgeben. Ja, ich konnte es nicht ändern. Das ist gerade richtig traurig. Don't look behind you. Ist das ein... Okay. Tschüss. Aber das funktioniert wirklich gut. Man hat das an den Laternen gesehen. Kleben die wirklich immer an so Säulen? Okay. Ich dachte, die wären random Designelemente. Ah, schade. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich das noch weiter probiert. Man lernt nie aus. Ist okay. Das Level kommt mir bekannt vor. Ist das nicht ein Title-Screen-Level? Also bis zu einem gewissen Grad? Ja, oder? Ich glaube schon. Title-Screen-Level, ja. Okay. Aber bestimmt nicht komplett. Irgendwas hat er doch mit Sicherheit verändert. Weil warum ist es sonst in der Endless schwer? Aber ihr wisst, dass ich davon nicht groß Ahnung habe. Ich habe die halt nicht gespielt, also nicht intensiv. Daher weiß ich jetzt nicht, was hier anders ist. Hä, aber ich brauche doch den Bruder da drüben, ne? Ah, okay, jetzt habe ich es gesehen. Das Teil da wird den auf jeden Fall rüberschieben. Gut, warten wir mal. Ah, aber dass man die Säulen an den Laternen erkennt... Ja, dann war das leider meine Unwissenheit. Aber ich habe die Strafe ja gekriegt mit dem einen Troll-Level, was mir direkt ein Leben abgezogen hat. Hab die Strafe ja kassiert. Erstmal den Schlüssel holen, oder? Jetzt ist man wieder hier? Ja gut, aber die Schlüsseltür ist dort drüben. Alles klar. Da bist jetzt schon was anders? Hoch, 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 nein!
Seit wann sind 90.000 Views schlecht, Esperit? Ich glaube, du hast eine etwas verdrehte Wahrnehmung, vor allem von Let's Play-Kanälen. Das ist, denke ich, nur eine Reset-Tür. Muss ich wirklich einfach nur runter? Das Troll-Level hat ja kein Leben abgezogen. Doch, das mit dem Trampolin, meine ich. Da konnte ich ja nicht mehr skippen. Also da wurde ich ja direkt in den Tod geschmettert. Das kam ja direkt danach. Bisher war das Level exakt gleich. Als ob? Wie kann ich hier eigentlich noch schneller sein? Okay. Das ist jetzt aber schon ein bisschen krass. Wofür zum Teufel ist dieser Kugelwilli? Oder ist das nur da, um mich zu nerven? Ach nein, halt! Ah! Aber das war doch niemals im Titlescreen-Level so, oder? Man muss den nämlich... Man muss den auf die Eisblöcke locken. Und dann schafft man das auch zeitlich. Alles ist gleich. Wirklich? Selbst das? Warte, warte. Das finde ich eigentlich eine richtig geile Idee. Jetzt ist es halt nur ein Block, aber wenn ich da durchkomme, spare ich schon was. Bleibt das gespeichert, wenn ich den Screen wechsle? Ich hoffe doch. Das Level ist vom Story-Modus. Nee. Auf keinen. Das hätte ich, glaube ich, nicht vergessen. Komm, mach noch einen auf, dann ist es sicher. Mach auf! War ja klar. Warum probiere ich es auch ohne? Man braucht zwei freigesprengte Spots. Ist halt so. Okay. Diesmal besser runter. Ich behaupte aber, das ist trotzdem besser als der andere, weil es hier nicht so rutscht. Aber ich habe nur noch 120 Sekunden. Ich muss jetzt sicher spielen. Gebt mir noch einen. Mann, Mann, Mann. Komm. Mach putt. Dankeschön. Jesus. Wieder mal blöd gelaufen. Machst du Vlogs? Ich habe zwei hochgeladen die Woche, ja. Guck sie dir gerne an. Es ist immer sehr zeitfressend, sowas zu schneiden. Komm, mach jetzt das Ziel. Okay. Dann war das jetzt echt das Titlescreen-Level, Alter? 1:1? Okay, ich war auch der Erste, der es durchgespielt hat, ganz offensichtlich. Ja. Ja, gut. Dann war das jetzt wohl mal ein Freilos. Sozusagen. Master of Disaster, danke für 3 Münzen. Hi Domi, viel Glück wünsche ich dir. In 3,5 Monaten bin ich 2 Jahre Mitglied, dann habe ich die Mario-Mütze. Yeah, oh yes. In den elitären Kreis. Das freut mich für dich. Und danke für den jahrelangen Support. Zeitweise einige Frame Drops.
Da wechsle ich extra auf OBS Studio zurück, ne? Philipp Hauer, danke für 5 Münzen. Der Tippi-Link ist in der Videobeschreibung. Supi. Let's showst du mal den Lootbox-Simulator. Noch nie von gehört. Das klingt lustig. Mal schauen. Speedrun, nein, danke. Schneidest du mit Premiere Pro, ja. Was? Warum darf ich denn den Pilz nicht nehmen? Gerade noch so. Sind Frame Drops sowas wie Lags? Ja. Was ein Scheiß. Absoluter Abfall, das Level. Aber wir leben noch, also mache ich weiter. Außerdem habe ich zwei Ups. Blind Jump. Ja, was soll ich da jetzt machen? So weit wie möglich springen? Junge, ich hasse sowas einfach. Aber ja, ich fürchte schon. Auch wenn wir hier zwei Leben haben, ich glaube, ich werde skippen, weil, Digga, was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Ist ja richtig abnormal. Bei mir laggt übrigens gar nichts. Ich bin jetzt unschlüssig. Nochmal versuchen oder nicht? Ich meine, die meisten werden wahrscheinlich nicht mal so weit gekommen sein wie ich. Wenn ich ein bisschen enger springe, vielleicht schaffe ich es ja. Ich glaube auch nicht, dass das ultra lang geht. Oder? Ich kann hier ja sogar noch auf 3 Leben stellen, vor allem. Ich glaube, ich mache noch einen Versuch. Weil die 3 Leben sind so wichtig. Ach, da ist ja sogar dieser... Kugelwilli, der war vorhin nicht da. Was? Hä? Und jetzt ist hier eine Komplett-Eskalation am Start. Und diese Animation unten ist der letzte Scheißdreck. Ich lebe noch, 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 lebe, 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 immer noch. Ich lebe noch. Da ist ein Checkpoint. Was? Okay, ich hatte eigentlich gehofft, dass es gleich vorbei ist. Was für ein Idiot hat dieses Level gebaut? Hat der einen Schlüssel? Hat der überhaupt irgendein... Ich besiege ihn, aber ich erwarte nichts. Wobei...
wäre der Raum halt unnötig. Aber das ganze Level ist unnötig, von daher. Ja, doch, er hat einen Schlüssel. Er hat einen Schlüssel. Alle schreiben Skip lieber. Nee. Nee, jetzt habe ich hier die Lunte gerochen. Aber der nächste Blind Jump kommt. Und ich kann wieder nicht sehen, was passiert, ne? Doch, ich kann sehen, dass da hinten. Dass man da safe ist. Okay. Oh mein Gott. Kein Problem. Ach komm, und dann der Hammer von diesem Arsch. Da sind noch mehr von denen. Ich muss durchrennen. Okay, das ist sogar schon das Ende des Raums. Kein Problem, hab's unter Kontrolle. Ich habe es unter Kontrolle. Ich nehme mir lieber nochmal hier. Oh, wo ist das hin? Wo ist das Klo hin? Betrug. Egal. Oben noch was? Nee, ne? Bullshit-Level. Oh ja. Oh nein, Digga. Was? Ist das Ziel da? Yes, wir haben es gerockt, Digga. Wir haben es gerockt, aber es ist Trash. Ohne Ende. Alle, bei denen es laggt, haben eine Bambusleitung. Also ich habe vor mir am Smartphone den Stream laufen und es sieht sehr flüssig aus. Von daher würde ich dem aktuell zumindest zustimmen. Schaltet einfach die Quali runter, wenn das laggen sollte. Paul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hat Twitch Prime Sub reingehauen und Nevromine auch. Vielen Dank euch beiden. 12 Leben. Geil, ne? Ein kleines Dankeschön für deine... Ich weiß nicht, wieso ich heute die Superchat-Donations nicht richtig lesen kann. Was ist da los? Für deine Videos von Enek. Vielen lieben Dank. Und ich gratuliere Jackie zum Geburtstag. Viel Glück noch bei den ganzen Troll-Leveln. Wünscht Taco99. Hatten wir gerade. Nur weiter so. M21, Capital City. Oder Capital City. Die Stadt von Capital Bra. Von wegen Berlin lebt. Die Münze ist ein Block? Fast. Ich versuche zu durchschauen, was das soll. Bis jetzt ist es seltsam, aber nicht unbedingt schlecht. Es ist sogar recht aufwendig gebaut. Finde ich. Oh nein. Auf- und absteigendes Gift. No! Ich weiß nicht mal, was ich da unten machen soll. Ah, da ist der On-Off-Schalter. Okay. Und wo ist jetzt das Gift? Alles klar, das braucht wohl ein bisschen. Setz die Gucci-Cap auf, bitte. Nee, gerade nicht.
Auch wenn es zum Level passen würde. Soll man da jetzt rüber? Ach, muss ich sogar. Ich komme nicht mehr nach unten. Okay. Ja, aber ich bin doch hier jetzt gleich gesoftlockt. Ich konnte leider nicht mehr rauskommen. Ich hab's gesehen, aber zu spät. Konnte nicht mehr rauskommen. Was soll denn die Scheiße? Belastend, weil es, glaube ich, gar nicht mal so schwer gewesen wäre. Aber warum baut er denn so einen Müll hier ein? Bei mir leckt die Facecam gar nicht, aber das Spiel manchmal. Das kann eigentlich nicht sein. Oh, das, Mann, das ärgert mich gerade brutal. Warum baut er so eine Softlock-Stelle ein? Oh, und jetzt sowas. Ja, genau. Ja gut, jetzt komme ich aber nicht mehr rüber, ne? Ich glaube, jetzt komme ich nicht mehr rüber. Gibt es hier vielleicht einen Exit? Oh, was haben wir hier? Developer-Exit, ja? Dieses Arschloch. Baut da sein Dreckslevel und schafft es wahrscheinlich selber nicht. Was für ein kleiner Huren. Aber wir haben ihn hops genommen. Das sind die asozialsten Schweine. Irgendeinen Krampf hinschmeißen? Und dann für sich selber einen Exit bauen, damit man es hochladen kann. Ehrenlos, aber hops genommen. Ja, das Spiel leckt bei mir auch. Ernsthaft, nur das Spiel? Das kann ja aber nicht sein, Bruder. Kann man die Quelle killen, aber... Das macht eigentlich keinen Sinn. Einfach mal versuchen, wa? So ein Pisser. Ja, echt so. Ich hasse solche Leute einfach. Aber in dem Fall konnten wir es auch für unseren Vorteil nutzen. Grand Prix Master, danke für eine Münze. Jupp, der Römer eine Münze. Björn Bauer 45, danke, Held meiner Tochter. Oh, das war ich sehr gerne. Freut mich sehr. Danke ans. Oder fürs Vorbeischauen von euch beiden. Und natürlich auch allen anderen. Jetzt, wo Alien Isolation auf der Switch erscheint und du so ein Horrorfan bist, wirst du es Let's Playen oder schauen? Das kommt? Muss zugeben, habe ich nicht mitbekommen. Okay. Ja, aber das ist halt so ein Ding, das spielt man nicht auf der Switch, weißt du? Auch wegen Qualität. Also bei mir laggt es auch nicht. Friends. Nö, gar nichts. Alles entspannt. Na dann. Let's go.
Return. Ziel mit Auto erreichen. Ja, und wo ist es? Diesen Sprung schafft man jetzt aber wirklich nicht. Shrine 4 habe ich let's showed. Guck mal bei den letzten Videos, dann wirst du es finden. 2 Stunden Stream war das. War sehr schön. Also alle, die das nicht gesehen haben, holt's nach. Keine Speedruns! Hier muss man sogar noch alle Münzen sammeln. Hallo? Okay. Könnte was taugen. Ist hier noch ein Secret? Leider nein. Der Sprung war easy machbar. Nein, als ob. Also ich fand ihn nicht machbar. Ja, ja, an den Long Jump habe ich schon gedacht. Aber so long ist er auch wieder nicht. Ist auch egal. Weil ja leider sehr, sehr viele Level mit Dunkelheit und Blind Jumps. Das darf doch nicht wahr sein. Hier ist jetzt aber keine Laterne. Und? Was ist euer Vorschlag? Ich sehe leider keine Laterne. Also ich muss da jetzt auf gut Glück runterspringen. Es geht ja nicht anders. Die Eiszapfen könnten zwar anzeigen, dass da was ist, aber ja. Wann kann man Levelerbauern schon trauen? Was muss ich hier machen? Pfeil zeigt nach unten? Schaffen wir niemals. Das ist ein Metroid-Rätsel-Level, habe ich das Gefühl. Das schaffen wir zeitlich auf keinen Fall. Hä? Ach so, indem man hier springt, aktiviert man das? Lol. Aber... Ach so, gut. Ja, okay. Okay. Dann da rein. Aber ich brauche mehr als einen, ne? Oder? Reicht das? Das reicht. Okay. Das war schön inszeniert. Aber wir haben brutale Zeitprobleme hier. Und ich kann hier halt auch nicht Risiko gehen, weil ich nichts sehe. Mir kann man trauen und ich bin Levelerbauer. Aber leider nicht der Levelerbauer dieses Levels, oder? Ansonsten hau ein paar Tipps raus.
Okay, hier ist die rote Münze. Aber selbst wenn ich die jetzt bekomme, was ist denn mit dem Farbschalter? Ich brauche den doch auf jeden Fall. Aber das finde ich krass, dass hier Sachen ausgelöst werden, nur weil ich da drauf jumpe. So, ich habe jetzt zwei. Aber wo ist der Farbschalter? Ach, warte. Okay, man kann hier unten nicht sterben, aber hier ist gar nichts mehr. Ich dachte, dass er vielleicht da unten versteckt ist, aber nö. War da oben auch so eine ähnliche Stelle? Weil hier muss ja was weggesprengt werden. Es muss irgendwo Bob-Oms geben. Na hier, genau. Aber, ach komm. Ey! Chemfreeze? Oh, fuck this! Mehr Randomness geht nicht. Ich kann nicht weitermachen. Kann man oben drauf? Ja, bringt aber nichts. Ja, keine Ahnung. Das wäre jetzt echt traurig, wenn ich das skippen muss. Aber es ist halt nicht... Ach, warte, Digga. Natürlich, es war doch am Anfang einer. Ganz am Anfang. Aber komme ich überhaupt zurück? Nee. Nee, ich komme nicht mehr zurück, ne? Nee. Das darf doch nicht wahr sein. Am Anfang des Levels war zwar einer, aber ich komme nicht mehr zurück an den Anfang. Und sonst? Gibt's keinen. Es gibt keinen. Nirgends. Bob-Omb aus dem einen Raum mitnehmen. Soll das zeitlich möglich sein? Ja, vielleicht schon. Weil nach einer Tür resettet sich ja der Counter, ne? Ist aber auch ziemlich krass. Ich werde es aber trotzdem skippen müssen, weil es gibt keinen Checkpoint, die Red Coins sind nicht gespeichert und ich habe eigentlich keine Lust, das nochmal zu machen. Außer es gibt hier einen. Aber, was? Hä? Achso, für oben rechts. Danke für den Tipp, by the way. Checkpoint, komm schon. Checkpoint. Checkpoint! Gibt keinen. Ja, klasse. Wir machen aber weiter. Jetzt haben wir das Level schon so schön durchleuchtet. Was ist denn das Wort? Jetzt müssen wir uns da den Win auch holen. Musste ich halt ein Leben investieren, aber es ist auch super schwer blind. Super schwer und lächerlich teilweise blind.
Gut. Wenigstens wird es ein bisschen schneller gehen, weil wir ja wissen, was zu tun ist. Und, an sich ist das Level ja nicht schlecht. Es ist sogar ziemlich gut, aber hart blind. Spiel halt lieber sowas als irgendeinen Dreck. Und hier werden wir, glaube ich, den Win auch easy ziehen können, weil es ist ein Level, was sich rein auf Rätsel fokussiert. Bisher. Aber ich denke nicht, dass sich das ändern wird. Ja, Moment mal, wie komme ich denn jetzt... Was? Willst du mir sagen, er hat wirklich nicht daran gedacht, hier eine Möglichkeit einzubauen, wieder rauszukommen? Wenn man alle Blöcke mit dem Bob-Omb wegsprengt, hat man keine Chance mehr rauszukommen. Ich fasse es nicht. Das zerstört den Level halt leider. War das zu viel verlangt, hier eine Ranke oder sonst irgendwas hinzuklappen? Eigentlich muss man es dafür sogar disliken, obwohl es ein gutes Level ist, aber das zerstört's. Nice, du hast das Kyogre-Merch an. Ja, hab ich. Oh mein Gott, was? Spinning Journey? Muss los. Bitte sag mir, dass ich es dadurch jetzt getrollt habe. Oder ist das der vorgesehene? Ja. Ja, wobei, also ein gutes Stück haben wir hier uns durchgelackt. Oder eher durchkombiniert. Weiß aber nicht, wo man hin soll. Hier ist irgendwie kein Ziel, keine Tür. Vielleicht hat er es auch so gewollt. Dann ist das beschissenes, asoziales Leveldesign leider. Aber ich glaube nicht, dass er es so gewollt hat. Der hat es einfach vergessen. Aber wie kann man das vergessen, andererseits, ne? Wo muss man hier hin? Wahr sein. Ja, geil. Ich glaube, jetzt habe ich verkackt, weil ich nicht mehr hochkomme. Oben links hätte man hingemusst.
Oh Mann, jetzt krieg ich nur noch Müll oder was? Was war denn da links oben? Ein On-Off-Schalter? Ja gut, aber da war unten auch einer. Mir hat einfach eine Tür oder irgendwas gefehlt. Oh. Was? Alles klar. Habe ich den Checkpoint? Okay. Oh, ich dachte, er geht runter. Soll ich da jetzt springen? Kann ich mir nicht vorstellen. Der Stream der Blind Jumps. Ich weiß nicht. Ja, war ein Fail. Alles klar. Aber nicht mal hier weiß ich wirklich, was ich tun soll. Aber glaube einfach nur hier durch die. Nee. Was soll man in dieser Hölle des Teufels machen? Oder will dieser kleine Keck, weil ich habe ja da definitiv einen Gang gesehen, will der, dass man sich da dranhängt, fällt und dann im letzten Moment ZR drückt? Geht das überhaupt? Anscheinend schon. Das ist die letzte Möglichkeit. Das ist die letzte Möglichkeit. Ich kann nicht so viel kotzen, wie ich kotzen will. Verarsch mich jetzt nicht. Boah, jetzt bloß nicht einmal zu viel schlagen, sonst kommt man da ja auch wieder nicht rein. Alter, ist das ein Dreck! Und jetzt?
Wie soll denn das jetzt gehen? So, wie war das, wenn sie ausholen und man nur den Stängel trifft, dann nimmt man selber Schaden, ne? Okay. Genau darauf ist jetzt auch die obere ausgelegt. Please kill me. Please kill me. Muss dich treffen lassen. Ja, dachte ich mir auch, weil anders ist es nicht machbar. So, und jetzt? Okay. Wenn ich die Katze hole, kann ich mir zwar noch ein Leben gönnen, aber... ne. Hört auf, immer alle Lösungen zu verraten. Nein, nein, das ist schon okay so. Außerdem bin ich da ja eh drauf gekommen. Habe ich das nicht schon gedisliked? Egal. Map schaffst du noch zu clearen, läuft richtig gut. Mein Fabiolo. Das war aber vor dem Level, als er das geschrieben hat. Das hat jetzt, glaube ich, 4 Leben gekostet, ne? Lasto. Aber ja, läuft trotzdem. Es ist mehr, als ich erwartet habe. 88 geschaffte Level. Wuhu. Wir kommen den 100 ja doch noch nahe. Nicht vergessen, bei 100 gibt es ein besonderes Kostüm, was nur schätzungsweise 1200 Spieler weltweit haben. Das ist schon heftig. Crimef, danke für deinen Twitch Prime Sub. Was auf Desaster? 5 Münzen. Ich denke, Facecam Freeze. Wie random einfach das immer wieder ist. So. Ich denke zwar, dass du mit dem Thema nicht allzu viel am Hut hast. Ich stelle dir aber trotzdem diese ewige Frage: Star Wars oder Star Trek? Ich bin ein Trekkie und das kann keiner ändern. Punkt. Ja, da kann ich in der Tat nicht mitreden. Beides nicht geguckt, beides. Juckt mich nicht. Daher gebe ich die Frage an den Chat weiter. Und halte mich da diplomatisch raus. Danke an Max Klu für 10 Münzen. Ach nee, Quatsch, das war da mit allen Alien Isolation, den hat man schon. Nico Bro hat noch 10 Münzen da gelassen. Gucke dich jetzt schon seit 2013. Seit meiner Einschulung. Find's cool, dass du immer noch Videos machst. Ist. By the way, auch meine erste Donation auf YouTube. Heiße Dean. Dann vielen Dank, Dean, dass ich der Erste sein darf. Das freut mich sehr. Auch, dass es dir so lange gefällt. Was mir jetzt gefallen würde, wäre ein 89. Sieg. Weiter geht's. Ein halb. Hälfte Spielspaß, oder was? 200 Sekunden für den Krampf. Oh, und der Beginn stinkt schon wieder. Okay. So, was sagt denn der Chat eigentlich? Star Wars? Star... ja. Relativ eindeutig Star Wars. Ich sehe kaum Star Trek. Jetzt ein paar Mal. Ja. Gefühlt 90% Star Wars. Tut mir leid, Master of Disaster. Null.
Muss ein bisschen schneller machen, ne? Man hat hier kaum Zeit in dem Level. Ich hoffe, das ist dann auch nicht so lang. Ja, absolut lost. Habe ich auch kommen sehen. Dumm. Dumm! Dumm und lost! Das ist auch wieder eine dumme Aktion. Diesmal ohne Strafe. Das Level ist nicht schwer, ich stelle mich nur an. Oh, ich glaube, jetzt muss ich von Gegner zu Gegner springen. Geh nochmal aus dem Screen. Geh aus dem Screen. Aus dem Screen. So, und wenn er schmeißt, dann... Boah, der... Eigene Dummheit. Bin aber auch echt kein Freund von diesen scheiß Schraubschlüssel-Monty-Viechern. Okay, wie machen wir die Stelle hinten? Weil da muss man ja wirklich auf jeden drauf. Vorhin hatte ich mich geärgert, dass ich zurückgezogen hatte. Ich glaube, ich laufe jetzt einfach durch. Ja, ist so. Oh Mann, ich mache mir manchmal auch wirklich zu viele Gedanken. Bullshit, es war so unnötig. Warte, was? Der wievielte Blind Jump ist das jetzt? Star Trek mag ich, weil ich es mit meinem Vater geschaut habe. Cool. Die 100 sind auf jeden Fall noch drin. Es würde mich nicht wundern, wenn wir kurz vor den 100 bei 98 oder sowas sterben. Übersehe ich hier was? Nein, oder? Nee. Joa. Geheiligt sei der Blind Jump. Ich krieg da eine Feuerblume. Heißt es, es gibt einen Nein, ja, Alter! Der ganze Part besteht aus Dunkelszenen und Blind Jumps. Aber solange wir die Feuerblume haben, sind wir am längeren Hebel. Können unser Sichtfeld erweitern und die Montys killen auf Distanz. Das ist schon sehr wertvoll. Ich reg mich eh schon so krass auf, dass ich hier einmal gefailt habe. Aber das Level ist wirklich nicht so schwer. Ist hier das Ziel? Nee. Aber ich glaube, es ist nicht mehr weit. Stirb doch! Ohne Feuerblume bist du aber auch krass lost, weil es gibt ja quasi nirgendwo Licht. Der fünfte Blind Jump. Wirklich? Erst der fünfte? Ich dachte, es wären schon mehr. Wie komme ich denn an die ganzen Coins da ran? Achso, das ist der normale Weg. Ja, geil! Absolute Ehre. Ja, dadurch haben wir jetzt tatsächlich noch drei Leben hier rausgeholt aus der Schose. Das Level war total krass und der Blind Jump, der war kein Blind Jump. Ich habe nur das alles falsch eingeschätzt. Spaß. Erweitere dein Sichtfeld. Ja, genau. Anstelle von erweitere dein Spielerlebnis, erweitern wir heute unser Sichtfeld. Genau so ist es. Mein Vater ist leidenschaftlicher Star Trek-Fan, ich bin aber eher ein Star Wars-Fan. Und er weiß es, oder? Ja, das ist wie beim Fußball. Das gibt es ja auch manchmal, wenn irgendwie die Hälfte der Familie Dortmund-Fan ist und die andere Hälfte Schalke. Da muss es auch richtig brennen. Nein, ich habe kein Endgame gesehen, weil mich die ganze Reihe nicht interessiert.
Sorry, not sorry. Aber ich weiß wenigstens, wer stirbt. Konnte man ja nicht vermeiden, den Spoiler. Amazing Arrow Adventure. Ich glaube, das wird jetzt zu krass. Der sechste Blind Jump ist da und ich bin gehypt auf das Spiel. Und hier wird direkt geskippt, weil das war's. Badabadaba. Sonic Dino, danke für eine Münze. Erreiche das Ziel mit Feuer Mario. Geht gar nicht, ich bin Toadette. Oh, die ganze Zeit Giftpilze. Und die Red Coins, sind die optional? Weiß man halt nie, ne? Wie inkompetent. Kommen da oben Giftpilze raus? Weil ich schaue mir das Level halt jetzt wenigstens noch an. Ja, da kommen Giftpilze raus. Aber es geht nur einer. Interessant. Lol. Ich bezweifle, dass es eine zweite Feuerblume gibt. Das wäre zu krass. Die Buhkreise drehen sich nicht? Okay, das habe ich auch noch nie gesehen. Hä, wie funktioniert denn das? Ach, wenn man wegschaut. Okay, die verfolgen einen. Aber Junge, Junge, wie krass ist das denn? Und wie willst du das dann mit der Feuerblume schaffen? Ach so, okay. Okay. Schwierig, aber machbar. Lol. Oder? Ist das machbar? Wir machen noch einen Try. Ich muss zum Buhu-Kreis kommen, auf jeden Fall. Und mich nicht nochmal absolut idiotisch und anfängerhaft treffen lassen. Na komm. Okay. Ist der böse Pilz da? Nein, war er nicht. Okay, durch, 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 Bruder. Nicht da hoch, du blöde Kuh. Aber Weg ist frei, Weg ist frei. Ehre. So, da könnt ihr nicht drüber. Jetzt haben wir eigentlich nur noch den Buhu-Kreis als Challenge, ne? Ja, ist so. Okay, das ist eigentlich nur taktieren. Miotix, wenn du weiter nervst mit diesem Skip-Tendo, dann kannst du auch gehen. Es ist nur noch taktieren. Ich glaube, ich lock die einfach hier hoch. Ja, genau. Genau, 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 genau. Das ist die Lösung, glaube ich. Jetzt sind die auch übelst weit weg. Machen mir keine Probleme mehr. Ja, easy. Moment mal. Warum sollte ich eigentlich die Tür benutzen? Fällt mir gerade auf. LOL! Man hätte den Buhu-Kreis eigentlich auch skippen können. LOL! Einfach nur schlecht. Bin jetzt halt oben rüber wegen, Betrug, Betrug. Schön, dass der Giftpilz-Emoji genutzt wird. Passt auch sehr gut. Oh, Nightbot hat ihn gesperrt. Scheiße, Nightbot. Alles gut, Nico. Freut mich, dass du ihn benutzt hast. Ey, aber das Ende ist ja mal richtig lächerlich. Du kannst einfach die finale Challenge skippen. Und es ist sogar besser so, weil du nur auf diese Art und Weise das One-Up erhältst. Was ein Lost Boy.
90 sind auf jeden Fall geschafft. Und als ob wir die Map noch clearen. Hätte ich niemals für möglich gehalten. Raus mit den Viecher, ja, ist so. Hates 0 Exceptions, danke für 22. Ich mag deine Videos und habe schon verschiedene angesehen. Ich wollte mich mal dafür bedanken. Weiter so. Gruß aus LKR Lörrach. Wo ist das denn? Kenn ich gar nicht. Aber Grüße gehen zurück. Wetten, die Tür hätte gekillt? Nee, das glaube ich jetzt nicht. Die hätte bestimmt zum Ziel geführt, aber... Der Typ hat einfach nicht bedacht, dass man seine finale Challenge einfach überspringen kann. Ich habe es aber auch erst hinterher gemerkt. Ich habe es nur wegen dem One-Up gemerkt, Lul. Choose your jumps wisely. Oh no, das ist böse. Ja. Komm. Ein Try, aber dann wird geskippt, weil das scheint ein Perfect Jump Speedrun zu sein. Ja. Warum hat der Long Jump jetzt nicht funktioniert? Verdammt nochmal. Es ist halt wie ein Speedrun eigentlich, nur ohne Zeitlimit. Sprich, der ist, was wir von der Challenge ausschließen. Trauriger Smiley. Wie sehr kennst du eigentlich Vic? Kennen uns schon jahrelang, aber... Kann uns nicht behaupten, dass ich ihn in- und auswendig kenne. Ist halt so unerreichbar gefühlt. Aber ich will auch nicht aufdrängen oder so. Aber wenn man sich sieht, dann ist es immer wieder cool. Gibt's inzwischen ein neues Element in Mario Maker 2? Nein. Also was Updates angeht, hat Nintendo echt verkackt. Ist echt ein bisschen schade. WTF? Weiß ich nicht, ob Jibanyan eine Chance hat, in Smash zu kommen. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, weil ich mag Yo-Kai Watch nicht. Oh, Bruder, was? Na, komm her. Was soll ich von dem Level halten? Jamoll! Alles klar! Wenn du da keinen Tanuki hast, dann bist du auch übelst RIP, ne? Okay, jetzt wird's immer... verrückter. Muss ich ihn besiegen? Weil ich hatte keine Chance dazu. Oh! Hallo. Ja, treff ihn doch! Alter. Ich muss nur aufpassen wegen der Stampfattacke. Na, jetzt sind es ernsthaft zwei. Hey, 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 hey! Okay, ich glaube, ich muss ihn nicht besiegen. Na dann, tschüss. Ist das das Ziel? Ist das das Ziel? Na komm. Ich frag mich, wie es Mario geht. Der kann es einfach nicht glauben, dass Toadette immer noch lebt. Ich auch nicht. Was wird das jetzt? Ja, klar.
Er muss gekillt werden, ne? Oh, komm! Aber man kriegt einige Blumen. Es ist nicht un... Ja, müssen die wirklich am selben Spot landen? Ist das dein Ernst? Komm, stirb, du Arsch! Stirb doch! Lächerlich. Dieser scheiß Wiggler! Boah, ich habe ihn kaum getroffen in letzter Zeit. Das darf doch nicht wahr sein. Als ob. Als ob. Als ob! Yes! Bruder, was ist los? Ja, wie zwei Türen. Diese Trampoline. Keine Schwäche zeigen, ja, ist so. Alter, war das gemein. WTF. Finde deine Let's Play super, hast einen neuen Fan. Freut mich sehr, Jenny, dass es dir gefällt. Und danke für deine 229 Münzen. Komme aus der Zukunft. Wirklich? Gibt's den Planeten noch? Krass. Sakul HD, danke für 10 Münzen. Hallo aus Österreich, bin beeindruckt von deinem Skill. Ja, es geht so, ne? Aber danke. Ja, das meine ich nicht sarkastisch. Und hast einfach einen geilen Humor, bist eigentlich der Einzige, über den ich wirklich aktiv schaue. Vielen Dank. Und ich habe Daniel Dollinger als Mitglied übersehen, glaube ich. Und Mr. Mighty hat 45 da gelassen. Minzert Lego ist an der Cover dabei. War ja einfach nur Danke sagen für all die Jahre zwischen Skill und Fail. Das Motto passt auch sehr gut zu diesem Stream-Format, glaube ich. Lucario Games, was den Multiplayer von Luigi's Mansion 3 angeht, muss ich mal schauen. Muss ich mal schauen. So, kurz einen Idioten geblockt und weiter. Mein Alltag. 1240. Ist eine gute Platzierung. Noch 9 Level bis zum Kostüm. Darf ich wirklich hoffen? Das Kostüm ist ja schon ziemlich flexi, wenn es wirklich nur so wenig Leute haben. Omega, danke für 2 Münzen über Tippi. Kommt vielleicht mal ein LP zu God of War 2018. Bin auch nie warm geworden damit, leider, nein. Tut mir leid. Okay, next one. Die Japaner-Level waren heute alle nicht gut, glaube ich. Sagst du zu Joker? Nicht geschaut. Ich kenne auch die anderen Teile nicht, also gehe ich da ebenfalls nicht rein. Was? Ziel als Käfer Mario erreichen? Dann hat er, glaube ich, keine Ahnung, was so eine Frisur ist, KP-Player. Hä, jetzt geht's hier nicht mehr weiter? Was ist das für ein Unsinn wieder? Och, komm schon. Ich glaube, dass du es schaffst. Ja, also man darf auf jeden Fall gespannt sein.
Digga, der Cooper. Ich hab's gewusst. Schon verloren. Nein, nein, nein. Das ist ein sich bewegender Käfer. Das ist kein Helm. Es muss irgendwo in dem Level einen Helm geben. Den muss ich aufsetzen und damit muss ich das Ziel erreichen. Aber damit ist nicht der Käfer am Anfang gemeint. Skip? Na, ich überlege noch. Ich muss halt hier sofort... Hat das jetzt nicht mal was gebracht, oder was? Magst du Horrorspiele? Ja, bin insgesamt ein großer Horrorfan. Sterbe ich nochmal, skippe ich, weil ich sonst platze. Ist das ein Scheiß. Und am Ende wird irgendeiner von diesen Arschlöchern nach links ziehen. Mit jedem Like steigt die Chance. Ja. Richtig. Je mehr Likes auf dem Stream, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich die 100 Level knacke. Auf jeden Fall. Und jetzt muss ich da runter? Nein! Das kann nicht sein. WTF? Benutze die Cooper für die Blöcke. Das habe ich auch realisiert, aber ich habe die Lakitu schon besiegt, also kamen auch keine neuen Cooper mehr. Und man muss jeden einzelnen Cooper einzeln pullen. Oder? War links eine Wand? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wie auch immer, das Level war Müll ohne Ende. Sollte nur triggern. Ohne mich. So, war es jetzt rechts, links? Bitte was? Das ist halt ein reines Labyrinth. Aber wenn man nicht sterben kann, ist ja okay. Wenn. Das war, glaube ich, nicht der Anfang. Oder? Ich glaube aber schon, dass es eine Tür ist, die weiterführt. Nein. Ach komm, ey. Ja, dann muss es ja die Röhre sein. Was? Ja klar habe ich einen Schlüssel. Selbstverständlich habe ich einen Schlüssel. Oh.
habe eine Wii. Das ist schön, aber kauf dir eine Switch. Switch beste. Wobei, aktuell bei dem Stuff hier bin mir nicht so sicher. Oh, das sieht gut aus. Nehm mal die Mitte. War jetzt irgendwo der Schlüssel drin? Die Mucke triggert auch. Ja, 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 doch. Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass in einem der Blöcke der Schlüssel drin ist. 182 Sekunden noch. Komm schon, wir können das schaffen. Das Level triggert zwar brutal, aber wenn man hier nicht sterben kann, dann warum nicht? Gut, als nächstes probiere ich es ganz unten. Ah, ja. Das Level macht mich aggressiv. Ja, verstehe ich gut. Ich darf nicht in den Chat schauen, ne? Oh nein. Na komm, jetzt habe ich, weil ich so... Facecam. Wenn ich jemals rausfinde, woran das liegt. Das Problem besteht schließlich über mehrere PCs. Aber es ist damit noch nicht zu Ende, ne? Ja, natürlich. Wie viele Wege sollen denn hier bitte schön... Ja, das ist halt lächerlich. Da lässt dieser kleine Level-Erbauer einen die ganze Zeit durch dieses scheiß Labyrinth laufen, nur um einen dann am Ende zwischen gefühlt 20 Wegen wählen zu lassen und nur einer ist richtig. Bei allen anderen stirbst du. Ja, das kann man machen, aber auch nur, wenn man ein Arschloch ist. Erstmal den kostenlosen Lipton gönnen von der McDonald's-App. Jetzt weiter. No ad, by the way. Frozen Coins, okay. Sammle alle 106. Juhu! Klar mache ich das. Mal sehen, was mich hier wieder triggern wird. Weil ich glaube nicht, dass das so easy bleibt, wie hier angedeutet wird. War das alles? Okay. Hälfte haben wir. Mütze ist genau richtig. Ja,
Deswegen habe ich sie jetzt auch angezogen. Coin Freeze. Ist mir lieber als Camp Freeze. Oh, die Münzen sind scheiße, aber ich habe sie. Jetzt bin ich gespannt. Was wird geschehen? Oder ist das wirklich machbar? Also so richtig machbar sogar. Eine fehlt. Irgendwo ein unsichtbarer Block. Ja, ich wusste es doch. Ich wusste es. Es ist immer dasselbe. Immer. Ja, und wo soll der sein? Ach. Es macht keinen Spaß. Es ist unfair. Und lächerlich. Jo, nee, hier nicht, oder? Ja, okay. Er hat zumindest noch in ein Schema gepasst, also... Kann man jetzt auch sagen, habe ich halt übersehen. Passt schon. Komm ja nicht auf die Idee, vor den 100. Level K.O. zu gehen. Auf die Idee komme ich nicht, Kirschblüte, aber vielleicht werde ich gezwungen. Danke für 5,49 an der Stelle. Und Emir Basbuk für eine Münze. Noel Huber für 2. Oh, und Viper Spiel 20 über Tippi. Finde es faszinierend, wie viel du am Kanal arbeitest. Dafür mein Respekt. Was ist für dich das unnötigste Pokémon? Oder kann ich mich nicht nur auf eins einigen, leider. Oder meinst du Spiel? Aber auch da kann ich mich nicht auf eins einigen. Gibt eine Menge. Will aber auch niemandem zu nahe treten. So, wieder was ganz Schönes, Japanisches. Kann man verzeihen. Den Block kann man verzeihen, stimmt. Stimmt. Ich gehe jetzt einfach weiter. Oh, okay. Die sollte man nicht einsammeln, sonst bricht man in den Boden rein, wenn man einmal springt. Okay, ich sehe schon. Man kann... eigentlich cheaten. Weil ich sehe ja, wenn ich hier oben bin, immer, was auf mich zukommt. Und dann kann ich entscheiden, brauche ich das oder nicht? Beziehungsweise killt es mich oder wie sieht's?
Okay, die Frage ist, warum ist das passiert? Passiert das immer? Passiert das, weil ich den On-Off-Switch nicht gedrückt habe? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, cheaten. Bis dahin hat's funktioniert. Ich glaube, ich mach's nochmal genauso. Nur, dass ich dann einen Raum vorher drücke. So, hier habe ich geskippt, ne? Hier auch. Dann kam, glaube ich, schon der Kanonen-Powerblock-Raum. Genau, hier muss ich drücken und dann schnell durchrennen. Wobei, das geht ja eigentlich nicht, oder? Weil ich werde doch festgehalten. Obwohl, wenn ich schnell genug bin, vielleicht schon. Ja. Alright, Baby. Aha, sieh an. Jetzt wird der Scheiß hier nicht gedrückt. Leck mich doch. Aber warum haben die sich überhaupt aktiviert? Die sind ja nur in einer Reihe. Was ein Betrug. Nee, und da ist das... Oder was kommt jetzt? Kommt noch ein unterer Bereich, ne? Und wenn es da einen Secret Exit gibt? Nee, gibt's nicht. Also ich glaube nicht. Brauche ich die Kanone? Oh, das sind Leben. Aber was ist das andere? Irgendwas Großes ist da. Ah, Clownskutsche. Aber ich riskiere es, glaube ich. Jetzt gehe ich einfach. Komm, ab ins Ziel. Gott sei Dank. Gott sei Dank. 3 Leben. Es war auch eins weg, aber hey. Oh, jetzt muss ich den Dislike wieder wegnehmen. Geht es nicht? Oh nein! Das geht nicht. Bist du nicht müde? Nee, eigentlich nicht. 93, mein Geburtsjahr. Jetzt kommt ein schönes Level. Eins mit 3 Leben und danach kommt sofort das Ziel. Kommen Videos zu Overwatch Switch. Nee, es bleibt bei dem Vlog. Maximilian Günther, danke für deine Mitgliedschaft. Ich glaube, so langsam kann ich sogar wieder neue Emojis hinzufügen. Ja, doch. Wir müssten den 900er erreicht haben und dann, glaube ich, kann ich wieder einen neuen Emoji hinzufügen. Ich werde wahrscheinlich einen Lost-Emoji noch machen und einen Bug-Emoji oder sowas. Oder? Habt ihr Bock drauf? Ja, das muss sein.
Jetzt noch 3 Level, come on, Baby! Das versteht der Japaner bestimmt. Egal, ich habe mich entschuldigt. Ob er es lesen kann oder nicht, das ist dann sein Problem. Was ist das? 1, 2. Also, vermutlich von irgendeiner Mario-Weltner selbst erstellt und das Level 1, 2. Allerdings Japaner. Also, wird das schon die Schwierigkeit von irgendwas Welt 8 haben? Für uns Westies. Würde ich mal schätzen. Wobei mir Qualität halt lieber wäre. Bisher ist es nur Gegner-Gespamme. Welchen Controller hast du? Ganz normalen Switch Pro Controller? Im Smash Bros. Design aktuell? Okay. Zu spät dran. Ach komm, Bruder, ja. Wirklich? Was ein Trash. Ja, keine Ahnung, oder warte, bin ich ja nicht dumm? Ja, jetzt geht's nicht mehr. Obwohl doch. Was? okay. Ist einfach mal besiegt worden. Softlock-Emoji. Aber wie soll man das machen? Ich könnte es einfach so, also Buchstaben machen, aber was anderes fällt mir da. Ja, moin. Nicht ein. Da war auch mehr drin. Aber ich habe mich jetzt von der Scheiße überraschen lassen. Es gibt keinen Pilz, oder? Gibt's hier einen Pilz? Doch? Okay. Dann müssten wir da eigentlich safe durchkommen, wenn ich nicht komplett lost bin. Das war jetzt sowieso schon schlecht. Ich hätte da nicht unbedingt sterben müssen. Aber das kam so plötzlich, dieser Scheiß. Ach, sogar hier ist noch einer. Habe ich jetzt alles nicht... Habe ich alles nicht gecheckt, weil ich auf Emojis gedacht habe gerade. Ja, komm, also jetzt ist halt lächerlich, Digga. Was soll die Scheiße? Davor war das Level echt in Ordnung. Zwar nicht geil, nicht besonders, nicht gut, aber jetzt wird's Müll. Hau ab, du Spost. Ich musste ja! Glocken-Emoji? Ja, weiß ich nicht. Bruder, warum ist denn jetzt schon wieder Camfreeze, Alter? Sorry.
Flaschen-Emoji gibt's schon. Ist verfügbar für alle Mitglieder. Fußballschiedsrichter, danke für 5,49. Ist da eine Nachricht dabei? Nee, oder? Doch. Morgen Frühschicht, wollte dennoch mal donaten. Ist was zu Silvester, Mario Maker 2, Shiny Hunting geplant? Ich plane niemals so weit voraus. Tendenziell ist Silvester auch eher ein Tag, wo YouTube technisch nicht gut läuft. Da kommen dann meistens halt bei mir der Talk und das Top 10 Video. Und glaub mir, das ist genug Arbeit. Ich probiere gerade Pac-Man in Mario Maker 2 nachzubauen, meint Tobias Tubagent. Das sollte ganz gut machbar sein. Viel Erfolg dabei. So Leute, jetzt noch zwei Level. Camfreeze-Emoji. Stimmt, wäre vielleicht auch ganz geil. Dann muss man das nicht immer so in Worten spammen, sondern einfach den Emoji und das reicht dann schon. Stimmt, das ist eigentlich auch ein bisschen traurig, dass wir dafür ein Emoji brauchen, aber die Idee halte ich gar nicht mal so schlecht. Was ist das jetzt? Troll. Lol. Eigentlich sollte ich es direkt skippen. Warum mache ich es nicht? Es ist ein Schwurbel-Level. Aber gut, einen Versuch. Einen Versuch. Oh mein Gott. Student-Emoji. Den gibt es sogar schon auf Twitch. Ich überlege mal, ob ich den hier zu YouTube rüberhole. Ich glaube nicht, dass man. Ich glaube, ich traue einfach gar nichts. Weil es ist ja ein Scrolling-Level. Es muss ja immer weitergehen. Was steht da? Fink? Nee, Fangs. Moment, da ist die Münze. Die brauche ich. Wo ist das Ziel? Und wie hätte man das jetzt holen sollen? Ach, ich weiß schon. Ja. Es heißt ja sogar, sammle mindestens eine 50er Münze. Safe wäre direkt danach noch eine gekommen, mitten auf dem Weg. Safe.
Woher der Karton? Ich glaube, da war Ring Fit drin. Stand halt gerade rum. Ich habe irgendwas zum Werfen gebraucht. Warte, holt mich bo- Nein. Eigentlich war es klar. Es ist ein fucking Troll-Level. Aber trotzdem. Was ist das jetzt? In einem Troll-Level alles hinterfragen, was einfach aussieht. Ja, du hast recht, Baloo. Ich ärgere mich auch gerade total so derbe drüber, dass ich da einfach runtergesprungen bin, weil es war eigentlich war es klar. Ja, scheiß drauf. Was tue ich hier eigentlich? Warum spiele ich das? Und was ist mit der Cam jetzt die ganze Zeit los? Also momentan ist es echt extrem. Die Scheiße eigentlich da. Du sollst doch einfach nur springen. Warum spiele ich das? Was? Ich hab da... Naja, gut. Kein Leben, aber... Aber durch. Das ist... nichts. Mein Brain braucht auch wieder etwas Erholung. Ich bin froh, dass es nur noch ein Level ist. Weil ich kann nicht mehr heute. Aber hey, es sind nur noch 5 Level! Bis zum Kostüm! Komm schon, Mann! Wie viel ich bei meinem Psychiater bezahle. Jede Menge. Oh Mann, keine Speedruns, Alter. Noch einer, der zur Frühschicht muss. Ich versuche mich zu beeilen. Ein Level noch.
Dann sind wir durch für heute. Okay, ist das das Level, was wir spielen werden? Mit größtem Vergnügen. Wie heißt das? La Menschen Phantasmal. Heißt es fantastische Menschen? Keine Ahnung, ich kann kein Französisch, aber ich habe es jetzt ein bisschen davon abgeleitet. Der hat einen Schlüssel? Ach so, ja gut, muss er ja haben. Wenn da eine Schlüsseltür ist, dann muss es auch einen Schlüssel geben. Oder? Muss es? Sollte es auf jeden Fall. Ja, war klar. Moment, ist das jetzt schon wieder so ein abgewandeltes Title-Screen? Ja, ne? Also diesmal wirklich abgewandelt. Wir hatten genau dasselbe Level vorhin gespielt, in der Originalfassung. Jetzt spielen wir eine abgewandelte Form. Die Frage ist, ist es ab jetzt dasselbe? Weil dann hätte der Typ einfach nur den ersten Raum verändert gehabt. Und das war's. Ey, ist mir aber recht. Ich mag ihn immer. Oh, ich glaube, das war vorhin aber, oder? Doch, das war auch vorhin so. Ja, moin. Ich glaube, es ist echt so. Der hat nur den ersten Raum geändert, alles andere ist gleich. Das war Französisch? Was? Aber der Typ ist ein Spanier. Oder bin ich jetzt völlig blöd? Das ist Spanisch, ja eben. Oder habe ich Französisch gesagt? Ich meinte Spanisch auf jeden Fall. Aber hast recht, La Menschen Phantasmal klingt eigentlich eher französisch. Der Typ ist aber ein Spanier. Okay. Und das Level ist von Nintendo. Was ist denn das für ein komischer Kerl? Scheiß Plagiate. Ja. Aber er hat zumindest mal 5% abgeändert. Die anderen nehmen ja wirklich eine 1-zu-1-Kopie. Was? Gib mir den 10er, Mann. Na komm schon. Dein Ernst! Der Buu ist aber, glaube ich, auch neu an der Stelle. Der war vorhin dann nicht. Verdammt, ich brauche die Katze. Eingefrorene Kamera als Camfreeze-Emoji. Gute Idee. Kann man machen? Ja, doch. Ist ziemlich gut. Französisch und Spanisch sind recht ähnlich. Wirklich? War mir auch nicht klar. Ja, gut. Mhm. Konnte ich jetzt voll was machen? Ja. Na, jetzt aber. Der Buu war da vorhin auf keinen Fall, also bin ich mir ganz sicher. Komm, ab ins Ziel. Komm, 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 komm! Ach stimmt, jetzt kommt dann noch der Scheißraum. Und der ist auch umgebaut. Die Trampoline sind neu. Und das Auto. Was keinen Sinn macht. Ach doch. Ich werde es wahrscheinlich brauchen, sonst habe ich keine Chance. Wobei, wenn man vorhin gerannt ist, hat man es auch fast geschafft. Wenn ich mich jetzt von den Trampolinen anstupsen lasse, dann glaube ich, komme ich da auch ohne Auto rechtzeitig hin. Aber gut. Machen wir es mal so, wie er will. Man kann nicht sagen, er hätte einfach nur das Title-Screen-Level hochgeladen. Er hat schon ein bisschen was abgeändert. Aber mit Auto bin ich voll langsam, oder? Nein, was mache ich denn? Nein, nein, falsch, falsch, falsch! Oh! Es hat gereicht. Moment, what? Das Original war an der Stelle, glaube ich, beendet.
Er macht einfach weiter, der Ehrenlose. Es darf doch jetzt nicht wahr sein. Nein, oder? Ich finde die Trampoline in Mario 3D World so schlimm. Oh Gott, ist das furchtbar. Was? Hä? Okay, ich glaube, man muss durchziehen. Man darf nicht einmal stehen bleiben. Aber das ist ultra knapp bemessen. Jetzt dreht er durch, der Typ. Wir gehen Game Over. Das ist der Plot-Twist des Todes. Komm schon. Scheiße, Mann! Na gut. Hauptsache geklärt. Und es sind nur noch 4 Level bis zum Kostüm. Das muss doch mit 13 Leben schaffbar sein. Und wir haben Leben plus gemacht. Das darf man auch nicht vergessen. Wir sind mit 8 gestartet. Es war also ein voller Erfolg. Jetzt brauche ich aber echt eine Pause. Das hat ein bisschen ausgelaugt. Aber hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Ansehen, für den Support und wünsche allen eine gute Nacht. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Stream und Video. Also morgen. Ciao.